Plain Talk wird präsentiert von dieurlaubsmacher.fm, dem Luxus-Podcast von Fides Reisen, dem Berliner Lufthansa City Center. Im Internet unter www.dieurlaubsmacher.fm. Mein Name ist Joe Diebolde, besser bekannt als Captain Joe. Ich bin heute hier mit Thomas Aigner in München in einem unfassbar schönen Studio und bin sehr gespannt auf seine doch wohl, glaube ich, auch anspruchsvolle Fragen, die gleich auf mich zukommen, die auch ein wenig weiter schauen, als mein YouTube-Channel verrät. Deswegen seid gespannt, was da jetzt alles auf euch zukommt und los geht's. Wer Pilot werden will, kennt mit Sicherheit seine Erklärvideos. Captain Joe, zu Gast bei Thomas Aigner in Plain Talk. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Plain Talk, der Pilots Eye TV Podcast. Hinter uns liegt eine Premiere mit Jürgen Raps zum Thema Schließung der Verkehrsfliegerschule. Tja, bis heute haben wir noch keine Entscheidung vernommen, aber wir machen mal in der Zwischenzeit weiter. Und zwar machen wir mit einem sehr netten Zeitgenossen weiter. Es ist Joe Diebolder alias Captain Joe, der 1,3 Millionen Fans jeden Donnerstag glücklich macht mit seinem neuesten, auch in diesem Sinne, Pod oder Vodcast. Und warum ich mich heute melde, nicht nur um guten Tag zu sagen, sondern auch um zu erklären, dass das Interview, das Sie jetzt gleich hören und ein wenig sehen werden, noch im März aufgenommen wurde und da liefen damals noch keine Kameras mit. Aber lassen Sie sich überraschen, ich glaube, wir haben aus seiner Privatschatulle und aus dem Internet, aus seinem Kanal, sehr schöne Bilder zusammengetragen. In diesem Sinne, ich wünsche eine unterhaltsame halbe Stunde, freue mich auf Ihre Meinung und ja, in diesem Sinne, viel Spaß. Heute mit dem wahrscheinlich freundlichsten, immer gut gelaunten und im höchsten Maße kompetenten Captain Joe. Wie würdest du dich selber einordnen? Es gibt sehr viele YouTube-Kanäle, du kennst deine Mitbewerber. Wo würdest du dich selber sehen? Ich glaube, ich sehe mich selber als der YouTuber, der informativ was rüberbringen möchte. Ich möchte, dass der Zuschauer am Ende des Videos wirklich sagen kann, wow, heute habe ich mal wieder was gelernt. Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche Video. Es gibt viele YouTube-Kollegen, die da ein bisschen davon abweichen und auch viele so Werbefilme da draus machen. Das ist für mich nicht so interessant. Für mich ist es speziell, ich möchte dem Flugschüler helfen oder dem Passagier, einfach dem seine Flugangst auch ein bisschen zu nehmen. Genau, dass er beim nächsten Flug in den Urlaub oder wo, dass er sich einfach wohl erfüllt, wenn er an Bord geht. Wer es nicht weiß, um ein Haar hätte dein YouTube-Kanal nicht Captain Joe, sondern Dentist Joe geheißen. Erzähl mir aus deiner Jugend. Boah, du bist aber tief in die Kiste reingegangen, mein lieber Mann. Das ist ja dazu da. Genau, es war so, dass ich bin in eine Zahnarztfamilie geboren worden. Nicht nur in meine Familie, meine ganze Verwandtschaft sind alle irgendwie Ärzte und Zahnärzte. Und genau, mir wurde das ein klein bisschen vorgelebt. Ich habe das auch studiert und nicht ganz fertig, das muss ich jetzt dazu sagen. Aber ich habe auch da für mich einfach erkannt, das ist eine Sache, die... Ich kann das nicht mein Leben lang machen. Du musst es machen, weil es Spaß macht. Was hat dir daran nicht gefallen? Für mich ist es dieses etwas Monotone, dass ich meinen 9-to-5-Zahnarztjob dann eben habe. Ich brauche dieses Abenteuer. Ich muss ein bisschen raus, muss andere Leute sehen. Und das hat mich einfach in der Zahnmedizin nicht so wirklich gereizt. Und dann habe ich wieder meine Träume als Pilot wieder aufgegriffen und bin dann in die Richtung eben gegangen. Und das lief auch vom Studium her, beziehungsweise die Ausbildung, wesentlich schneller, das fiel mir alles so viel leichter und dann wusste ich, ich bin auf jeden Fall hier auf dem richtigen Weg. Also wenn wir darüber sprechen, was dir bei dem Dentisten, bei dem Zahnarzt nicht gefallen hätte, lass uns darüber sprechen, was dir beim Piloten gefällt. Es gibt so einen Moment, den kennt man, wo so das Herz so einen Luftsprung macht, wo man so durchatmet und sagt, angekommen. Ist das bei dir, wenn du ins Flugzeug einsteigst oder wenn du den Gurt zumachst oder wenn du quasi ja, den Thrustlever nach vorne schiebst oder wenn du über die Wolkengrenze drüber gehst? Also für mich ist es eher witzigerweise die Landung. Wenn der Radio Altimeter 50, 40, 30, 20 ausruft, da bist du Pilot. In den letzten 2 Sekunden, eigentlich kurz vor dem Touchdown, und da entscheidet sich, ob jetzt die Landung wirklich super soft wird oder etwas härter. Und das ist für mich, da geht bei mir alles auf. Das macht mich so glücklich und dann setzt auf den Umkehrschub dann rein und alles rüttelt und vibriert und macht, ne? Und dann rollst du da von der Landebahn runter. Und wenn du dann so die Afterlanding-Items gemacht hast und der Flieger kommt einfach zur Ruhe, du kommst selber, du fährst richtig runter, so, du bist wieder an deinem Ziel angekommen, das ist das für mich, wo ich richtig aufgehe.
Joe, was ist die erfolgreichste Folge von diesen vielen kleinen Folgen? Und natürlich auch, was ist die mit den wenigsten Zuschauern? Witzigerweise ist die erfolgreichste Videoproduktion bei mir eine Familienproduktion. Das wird man nicht glauben. Und zwar war die Frage, das wollte mein Vater auch immer wissen, kann ein Passagier ein Flugzeug landen? Wir haben dann einen riesen Hehl drum gemacht in diesem Video, dass wir irgendein Mädchen dahin nehmen. Man hat es, glaube ich, langsam rausgefunden, das ist meine Schwester. Die hat einen anderen Namen bekommen und so. Also wir haben uns da total verkünstelt. Das Video ist richtig gut. Das hat, glaube ich, irgendwie 7,5 Millionen Aufrufe. Es ist, glaube ich, für den Passagier recht spannend, aber noch wesentlich spannender ist es noch für den Flugschüler, weil ich diesen ganzen Flug oder diesen Anflug durchspreche und der Flugschüler unglaublich viel da mitnehmen kann, weil er das, wann muss er die Klappen setzen, Fahrwerk etc. etc. Da lernt er wahnsinnig viel. Deswegen, glaube ich, läuft das Video so gut. Das schlechteste Video. Dürfen wir sagen, was am Schluss passiert? Was macht deine Schwester mit dem Flugzeug? Meine Schwester macht es. Schwester! Sie macht es sehr, sehr gut, weil es am Ende eigentlich der Autopilot macht. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, der Autopilot hat natürlich gelandet. Aber. Was wäre gewesen, wenn? Genau. Komm. Das Video kommt noch. Deswegen kann ich da gar nicht mehr dazu sagen. Genau, aber das Video, das planen wir gerade, dass es eben manuell auch einmal landet. Das ist definitiv noch spannender. Zu dem schlechtesten Video, das, für mich gibt es kein schlechtes Video. Wenig nachgefragt. Es ist so, man kann das ganz, ganz deutlich, diesen Trend erkennen. Wenn ein Video hochgeladen wird, das jetzt so eine generelle Antwort auf viele Fragen beantwortet von Passagieren, das geht meistens richtig ab. Ist es jetzt was Flugschulrelevantes? Zum Beispiel heute Morgen habe ich dieses NDB-Video gedreht. Da weiß ich jetzt schon, das gucken die Flugschüler an und das sind halt von diesen 1,3 Millionen 300.000, wenn überhaupt. Ne? Das heißt, ich weiß, dass das Video nicht so gut läuft. Aber das ist mir in dem Moment egal. Mir geht es nicht darum, ob dieses Video Tausende von Views bekommt. Mir geht es darum, dass dieses Video was Lehrhaftes rübergebracht hat. Dass der, wenn seine NDB-Navigationsfrage aufkommt, Joey, schau ich mal kurz nach, der hat es mir erklärt, fertig, aus. Heute mit dem Mann, der wöchentlich 1,3 Millionen Aviation-Fans via YouTube glücklich macht, Captain Joe. Captain Joe. Heute mit dem Popstar unter den Airline-Piloten, dem die Herzen zufliegen. Die Herzen zufliegen, okay, gut. Hast du mehr Anträge von Frauen oder von Männern? Ich habe wesentlich mehr Anträge von Männern. Nein, ich habe die Frage ist gut. Nein, von den Followern her sind es natürlich, ich glaube, 90% sind es Männer und nur 10% Frauen. Mir ist das gleich. Du, am Ende die Message, ob das jetzt eine Frau aufnimmt oder ein Mann, das ist mir am Ende des Tages egal. Aber ich sagte Anträge. Nein, fliegen wollen viele mit mir, aber Antrag kriege ich keine, nein. Nein, ich habe wirklich tolle Einladungen bekommen von Leuten, die mich in den Städten rumführen wollen, wo ich dann eben halt über Nacht bin, die zeigen mir dann Sachen. Ich habe da wirklich tolle Leute kennengelernt. Angenommen? Absolut. Ich habe eine schöne Geschichte. Die beste Geschichte, Quito. Ich habe irgendwie einen Post gemacht, ich bin in Quito, keine 20 Minuten später klingelt bei mir das Hoteltelefon. Ich so, was ist denn jetzt los? Ne? Ich so, ja, jemand von Quito ruft dich gerade an von der Rezeption. Ne? Ich so, alles klar, bin ich drangegangen. Und dann war das so ein ganz junger Flugschüler, der gesagt hat, er ist in der Flugschule in Latacunga, was da in der Nähe ist, ob ich Lust hätte mit ihm in so einer Cessna jetzt mal so ein bisschen fliegen zu gehen. Ich so, okay, gut, mach ich. Das muss man also, dir nicht zweimal anbieten. Zack, ist er gleich gekommen, hat mich abgeholt, sind wir da hingefahren und dann habe ich das erst dann gesehen. Das war eine richtig kleine Cessna, eine 172er, aber turbocharged, was ganz wichtig ist eigentlich zu sagen, weil wir in 13.000, 14.000 Fuß waren und das Flugzeug eben die Power die haben muss. Die höchste Hauptstadt der Welt. Genau, und dann sind wir, und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir jetzt losfliegen, dann machen wir auf jeden Fall auch noch einen Äquator. Crossing. Und dann sind wir eben über den Äquator geflogen, in der Cessna, in 14.000 Fuß. Ich bin an den Controls gewesen. Das ist mit Abstand die beste Geschichte, die ich so aus diesen Followern eben erzählen kann. Und das war wirklich super. Also ich kann mir gut vorstellen, wie sehr man da seinen Job, alle Entbehrungen vorher liebt und sagt so, und deswegen habe ich das alles gemacht, für solche schönen Momente. Das muss man, aber ich muss auch noch dazu sagen, dass mich das so geehrt hat, dass er mich da mitgenommen hat und der hat das alles auch bezahlt und ich habe mich wirklich so, so schlecht gefühlt, dass ich ihm im Nachhinein ein altes Headset von mir geschickt habe. Er hat gar kein Headset gehabt und ich habe ihm dann einfach meins zugeschickt, da über allen Wolken. Ne? Lass mich raten, es war von Bose.
Es war von Bose. So viel zum Thema Influencer. Ja, genau. Nein, aber du liebst irgendwie Bose über alles, oder? Bose ist super. Ich bin mit Bose aufgewachsen. Ich habe das geschenkt bekommen damals von meinen Eltern. Die haben gesagt, okay, wenn du schon Pilot wirst, dann kriegst du ein vernünftiges Headset, dass dir die Ohren nicht wegfliegen. Wenn ich dann mal sowas mache, dass ich jemandem was empfehle, dann muss ich selber davon auch hundertprozentig überzeugt sein. Okay. Wenn ein Headset 10 Jahre lang aushält, was ich mit dem alles schon gemacht habe, mit den Fliegern, mit denen ich schon geflogen bin, ja, dann muss es doch was für sich haben. Und deswegen finde ich es super. Ich muss noch einmal kurz zurückkommen zu den Anträgen von den Frauen und oder von den Männern. Ja. Viele Fans sind ja der Meinung, dass Michelle Gouris oder Gouris die Frau an deiner Seite ist. Also man muss es kurz erklären. Ja. Ja, das ist die Dutch Pilot, die ist 29. Genau. Ein sehr hübsches, eloquentes Mädchen. Die ist auch Co-Pilotin bei einer, ich glaube, holländischen. Genau, bei der Transavia. Ja. Okay. Mhm. Und du machst so Challenges mit ihr zusammen. Also du bist gemeinsam mit ihr zusammen vor der Kamera. Mhm. Ihr harmoniert total. Mhm. Und man hat das Gefühl, also wenn es ein ideales Paar gibt, dann seid ihr das. Genau. Also, du bist aber in festen Händen und es ist nicht deine Partnerin. Es ist ganz oder? Lustig, wenn die Leute, die Zuschauer, wüssten, wer hinter der Kamera steht. Das ist nämlich ihr Freund und meine Freundin. Dann würden nicht solche Gerüchte aufkommen. Nein, also Michelle und ich, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben einfach, teilen da gleiche Interessen in Bezug des, des Fliegens und auch unseren YouTube-Channels. Und wir hatten einfach die Idee, komm, lass uns das mal machen. Und das Video ist dann so gut eingeschlagen. Ich glaube, das war dieses 737 versus A320. Und das kam super gut an. Dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir da noch 1-2 weitere Videos. Und sind immer noch sehr, sehr gute Freunde und haben auch noch ein paar Sachen geplant. Genau. Aber diese ganzen Gerüchte, denen komme ich leider schon gar nicht mehr hinterher. Aber sie ist definitiv nicht meine Beziehung oder meine Partnerin. Genau. Hinter jedem erfolgreichen Mann? Ja, bei mir würde ich sagen, es steckt eine sehr disziplinierte, aufmerksame Frau, also oder Freundin. Die ist schon meine Freundin, was sie alles mitmachen muss mit mir. Also gerade diese Sachen, die hat auch wahnsinnig viel Spaß daran. Aber die hat auch schon schlechte Tage von mir erleben müssen. Es klappt trotzdem, weil wir uns so vereinbart haben, dass wenn wir für Captain Joe unterwegs sind, sei es jetzt Präsentationen, sei es jetzt Filmaufnahmen, verbinden wir es immer, dass wir auch privat daraus Urlaub machen. Das heißt, wir haben jetzt eine Einladung zum Beispiel nach Seattle für Boeing. Da haben wir gesagt, okay, wir gehen dahin. Die haben uns 2 Tage eingeladen, dann sind wir 2 Tage da. Natürlich machen wir eine ganze Woche draus. Man muss auch einfach mal Abstriche ziehen. Für mich ist es dann auch, ich kann dieses Captain Joe-Zeug nicht jeden Tag machen. Für mich gibt es dann 2 Tage der Woche, wo ich dann einfach sage, ich will damit nichts zu tun haben, mein Handy ist weg, kein Instagram, kein YouTube, keine Kamera, gar nichts. Und dann fokussieren wir uns nur auf uns selber. Und nur so geht's. Weil sonst wäre die schon lang weggerannt. Das sage ich dir gleich. Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Was sind wir zusammen? Jetzt kommen wir auch schon 2 Jahre hin. Würdest du einen Heiratsantrag machen? Wo würdest du ihn machen? Ich würde ihn wahrscheinlich im Flieger machen. Irgendwas total total Ausgefallenes. Ich habe mir da schon ein paar so Sachen so überlegt. Jetzt darfst du natürlich nicht mehr zuhören. Nein, aber irgendwie was Schatz, hör mal weg. Ja, genau, hör mal weg. Nein, irgendwie was Spannendes. Also ich bin nicht so dieser im Restaurant aufs Knie. Ich bin eher mehr was Romantisches und irgendwas mit dem Flieger. Also ich glaub, Romantik und im Flieger kann ich jetzt nicht ganz Doch. Wenn wir also jetzt so im Sonnenuntergang irgendwo so reinfliegen mit so einer kleinen Cessna irgendwo, das wäre schon was. Das wäre schon ganz cool. Schauen wir mal. Ich merke, die Kameras werden mitlaufen. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht genau. Mal schauen. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilot's Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual Input. Heute mit Captain Joe, der zurzeit in dem Cockpit arbeitet, das er immer schon als seinen Traum bezeichnet hat. Eine 747-400 oder 747-8. Genau. Freighter. Ja. Also das heißt, da hinten sitzen maximal Küken, lebendige, aber keine Passagiere. Was ist an diesem Cockpit so besonders, dass du dieses Flugzeug als die größte Faszination bisher bezeichnest? Und ich glaube, es war ja ein Lebenstraum. Dort absolut. Wolltest du landen. Absolut. 747. Also, Jumbo immer. Das war das erste Flugzeug, in dem ich hier gesessen habe. Und um das Cockpit zu beschreiben, jeder sieht dieses riesen Flugzeug. Keiner kennt oder hat gesehen, wie klein dieses Cockpit ist. Der Jumbo ist wirklich klein. Also das Cockpit in der A320, in der ich zuvor geflogen bin, das war richtig komfortabel, groß und
der Jumbo ist einfach kleiner. Aber mir gefällt's. Ich find's. Aber das Cockpit hat ja Wohnzimmerausmaße, weil da ist ja wirklich noch viel Platz. Das ist ja noch aus der alten Zeit, wo der Techniker hinten gesessen ist. Ja. Da ist noch, der jetzt nicht mehr da ist. Also, ja. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber wenn es um die Kopffreiheit geht, du hast nicht so wahnsinnig viel Platz über dem Kopf. Klar, du hast mehr Platz nach hinten. Witzigerweise hast du wirklich mehr Platz als in der A320. Aber es ist einfach. Der Bau des Cockpits ist einfach viel, viel enger. Ich glaube sogar, dass man unter Kollegen sogar enger beieinander sitzt. Natürlich hast du nicht diesen favorable Tisch, den man in der A320 hat. Aber es ist Boeing. Es ist nicht ganz so aufgeräumt. Es sind viele unterschiedliche Schalter. Beim Airbus sind es viel, also sieht es wesentlich aufgeräumter aus. Du hast vielleicht beim Airbus, ich sag jetzt mal, 3 oder 4 unterschiedliche Schalter von der Design oder von der Bauart, und bei der Boeing hast du halt irgendwie 30 unterschiedliche. Und viele Kabel hängen da so raus. Also es ist schon eine interessante Bauweise. Es ist halt auch einfach wesentlich, wesentlich älter. Das muss man auch dazu sagen. Ich meine, der Jumbo ist aus den 60ern, die A320 aus den 80ern. Wobei die 747s, die du fliegst bei Cargo, ich habe gesehen, die sind maximal 11 Jahre alt. Also genau. Da dürfen keine Kabel raushängen. Doch, das tun sie. Nein, also einfach, man sieht, wo Kabel angebracht worden sind. Es ist einfach, das ist deren Bauweise, die kennen das nicht anders, die wollen das auch nicht mehr ändern. Und ja, also klar, sind unsere Flugzeuge super jung, relativ, also für einen Jumbo, der 10 Jahre alt ist, das ist ein Kind fast in der Jumbo-Flotte. Aber das ist die Bauweise von Boeing. Würde man dieses, was du gerade erzählt hast, mit einem Auto vergleichen, wäre dann der 320er ein Golf und die 747 ein Porsche 911 ohne ABS, ohne ESP? Oh, sehr gut. Ja, doch, das ist ein sehr guter Vergleich. Stimmt. Und zwar ist der Golf ein Automatik-Golf und der Porsche ist ein 911er, aber so ein 1969er, also ein ganz alter. Man spürt auch viel, viel mehr. Wenn du den Jumbo fliegst, da bist du als Pilot live dabei. Wo, in welchem Körperteil spürst du mehr? Komplett. Du bist mit Händen und Füßen bei der Arbeit. Das ist wirklich so, weil du hast einfach, du kriegst dieses Force-Feedback über den Yoke und über die Pedale direkt zurück, was mit dem Flieger eben passiert, gerade jetzt bei Start und Landung, was du bei der A320 oder beim Airbus nicht so spürst, weil du ja kein Feedback bekommst. Viele Leute sagen immer, ja, das ist einfach eine kleine Cessna on Steroids. Das ist wirklich so. Es ist wirklich so. Süß. Zum Beispiel bei der A320 bewegen sich ja die Thrustlever nicht so. Und beim Jumbo schon. Das macht einen riesen Unterschied. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber für mich persönlich, weil du legst die Hand drauf und merkst, wie halt eben das Gas vor und nach zurückgeht. Ne? Der Flieger lebt und du hast einfach mehr Verbindung zu dem Flugzeug. Und was machst du, wenn die ersten unbemannten Frachter durch die Gegend fliegen? Nein, ich glaube nicht. Da bin ich schon lange in Rente. Ist dein Traum dann zu Ende? Oder sitzt du am Boden in einem klimatisierten Zimmer? Dann studiere ich nochmal Zahnmedizin. Nein. Also für mich, ich muss gestehen, dass Airbus da sehr, sehr fortschrittlich denkt. Ist auch wirklich toll. Ich habe mit vielen Airbus-Leuten darüber auch gesprochen. Es ist definitiv was, was kommen wird. Da bin ich auch fest davon überzeugt. Und zwar Cargo wahrscheinlich als erstes. Bei den Passagieren sicherlich als letztes. Cargo, aber ich glaube nicht, dass da großen Unterschied gemacht wird jetzt. Aber es kommt noch ein ganz, ganz großer Faktor hinzu, der wird recht oft nicht berücksichtigt, ist GPS-Scamming. Und zwar, dass man das GPS-Netz, das kann man eben täuschen oder eben abändern. Habe ich selber persönlich schon erlebt, dass unsere Position plötzlich ganz woanders war, als wie zu allen anderen Navigationsinstrumenten, die wir an Bord eben haben. Da hört es dann auf mit der Automatismus. Dann kannst du den Flieger einfach nicht mehr von der Position festlegen, wo er ist. Und dann ist er verloren. Oder der Flieger selber kann es nicht mehr machen. Und das wird wahrscheinlich da einen großen Strich die Rechnung machen. Aber das heißt, wenn man das GPS-Problem lösen würde, vielleicht nicht ganz autonomous, sondern ein Pilot nur noch, der sich aber zum Schlafen legt und der die Maschine überwacht. Und der im Notfall vielleicht eingreifen noch laden könnte. Genau. Ja, wahrscheinlich ist so in den nächsten 100 Jahren dann eben der Abbau erstmal ein Pilot und dann ganz zum Schluss zum ganz automatischen Fliegen. Ich hoffe es nicht. Für alle meine zukünftigen Kollegen. Und du wirst nicht unten sitzen in dem Zimmer? Nein, das soll ich nicht. Du liebst die Kamera, du liebst das Mikrofon, du redest frei Schnauze. Mhm. Schon mal bei der Durchsage bei Air Berlin damals zu weit gegangen? Nicht zu weit gegangen, ganz im Gegenteil. Wir hatten mal eine ganz spannende Geschichte, Mondfinsternis.
Die Erde schiebt sich vor das Licht von der Sonne zum Mond. Und ich habe damals eine Ansage gemacht übers Cockpit. Da hat mich aber keiner gesehen. Ist ja klar. Und dann kam irgendwie, kurz drauf kam die Purserin ins Cockpit und hat gesagt, Joey, jetzt haben hier lauter Passagiere stellen hier 1000 Fragen. Die wissen überhaupt nicht, was los ist. Was hast du jetzt hier versucht zu erklären? Und da habe ich gesagt, okay, gut, ich komme raus. Dann habe ich mir zwei Flugbegleiterinnen hergeholt. Ich war die Sonne, die eine Kollegin war die Erde, die andere war der Mond. Und dann habe ich eben dieses Schattenbild dann versucht zu eben erklären und die Leute sind in tobendem Applaus. Das war richtig, richtig cool. Ich habe nicht wieder was davon gehört. Keiner hat gesagt, dass es jetzt schlecht oder gut war. Das habe ich gemacht. Aber, okay, aber das war ein Sonderflug. Das heißt, du hattest Passagiere an Bord, die genau diese Finsternis sehen wollten. Genau. Oh, kann ich verstehen. Aber jetzt bei einem normalen Flug. Du hast ja da auch Durchsagen gemacht. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn du das Mikrofon in die Hand nimmst, dass dir auch schon mal ein Captain Show Nein, dass ich jetzt ein riesen Erklärvideo da draußen. Nein. Wirst du dann in der Stimme anders? Wirst du dann auch seriös? Wirst du dann company-tauglich? Da wirst du company-tauglich. Da bin ich sehr ernsthaft gewesen. Wie hat dann zumindest die Begrüßung geklungen? Ich kann es aber nur auf Englisch. Ladies and gentlemen, welcome on this flight from Munich to Berlin. This is your first officer speaking. Oh Gott, jetzt kriegst du gar nicht mehr hin. Du hattest den Captain schon drauf. Nein, ich hatte schon den Captain was drauf. Nee, also warte mal, wie heißt denn irgendwann? Ich weiß, dass ich oft gesagt habe, wir fliegen in die schönste Stadt Deutschlands. Das habe ich immer gesagt, bei München. Finde ich immer noch eine der schönsten Städte. Da haben mich dann auch einige Passagiere dann immer beim Rausgehen gesagt, also da bin ich ja nicht ihrer Meinung, ne? Da ist Berlin schon viel schöner. Ich sage, ja, okay, gut. Das kam schon mal vor. Wie sehr gehen die Ansagen ab jetzt bei Cargo? Oh, das vermisse ich nicht. Es gibt Cargo-Piloten, die machen Ansagen. Ja, wir haben ab und zu sechs Passagiere dabei. Die Cargo ist auch eine ganz, ganz andere Welt. Das hat mit Passagieren ja gar nichts mehr zu tun. Genau. Besser oder schlechter? Mir macht es mega viel Spaß. Die Operation ist einfach ganz was anderes. Es ist viel, viel ruhiger. Viel ruhiger. Ich habe nicht das Gefühl, dass du ein Mensch bist, der Ruhe will. Doch, im Flieger will ich meine Ruhe haben. Wenn die Cockpit, gut, wir haben jetzt keine Cockpit-Tür mehr, aber früher bei der Air Berlin, wenn die Tür zu war, war die Tür zu. Und dann haben wir da unser Programm gefahren. Du musst auch einen Abstrich ziehen. Natürlich. Das ist alles Fun and Games, das ist alles schön, aber du musst am Ende des Tages auch irgendwo professionell bleiben. Und das ist, wenn die Tür zu ist, dann fangen wir unsere Arbeit an. Welche Airports steigern dein Adrenalin? Auf jeden Fall Quito. Quito. Der alte oder der neue? Nee, der neue. Der neue. Also der alte habe ich leider nicht mehr erlebt, aber der neue ist, würde ich persönlich sagen, in unserem Streckennetz mit der anspruchsvollste. Warum? Weil der ist eigentlich freistehend. Der alte war mitten in der Stadt. Ja, aber der neue hat keine Terrain-Warnung. Der alte hatte, da hat dich die Maschine angeschrien, weil du über so einen Hügel drüber musstest, aber schon im Anflug. Nee, einfach da immer noch Terrain. Du bist ja in diesem Tal da drin, wo du dich da eben so rumnavigieren musst. Wetter ist da oft ein Problem. Wenn du schlechtes Wetter hast, dann ist da recht schnell das eingeschränkt, wo du noch hingehen kannst. Ich fliege zwar super, super gerne hin, weil es einfach schön ist, aber vom Anflug her ist es sehr anspruchsvoll. Die Frage umgedreht, welche Airports sind die größten Langeweile? Die hast du noch nie bestellt bekommen, die Frage. Nee, das habe ich noch keiner gefragt. Kann ein Airport langweilig sein? Nein. Ich finde, dass kein Flughafen langweilig ist, weil jeder Flughafen, sei es das Wetter, was er mitbringt, you never know, jeder Flughafen ist so interessant, wie er ist an dem Tag. Manche sind halt ja ein bisschen langweiliger, aber manche sind halt auch echt mega spannend. Also das kann man, das ist jetzt einer, wo ich wirklich sage, boah, oh, nee, da schon wieder hin. Nee, nicht so wirklich. Es ist auch kein Flug der gleiche. Es ist immer wieder was Neues. Dann hast du in den Lotsen, der nichts kann. Dann hast du am Flieger irgendwas. Dann hast du das Wetter. Dann hast du einen Kollegen vor dir, irgendwie, der irgendwas macht. Ne? Plötzlich startet der durch. Dann sitzt du, totaler langweiliger Flughafen. Warum startet der Kerl jetzt durch? Und dann denkst du, vielleicht Windshow oder irgendwie. Also von daher, nee, langweilig wird's nicht. Und du kannst ihn auch nicht ansprechen und fragen, warum bist du gerade durchgestartet? Könntest du schon, ja. Aber der hat was anderes zu tun. In dem Moment ist er gerade. Der hat einen anderen Job. Ist ziemlich eingespannt, ja, genau. Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben. Maintain vertical speed. Ich fasse zusammen. Oha. Du hast die Traumfrau. Ja. Du hast den Traumjob. Ja. Du hast das Traumbüro. Ja. Du hast deine Traumaussicht jeden Tag. Ja. Was bringt dich zum Weinen?
Ich kann ganz schlecht so romantische Filme angucken, Alter. Da läuft es bei mir komplett weg. Irgendeinen Film, wo du zuletzt geweint hast. Tin Cup. Das ist dieser Golffilm mit Kevin Costner. Da haut er den letzten Ball da ins Loch und ich bin da völlig... Also ja, da nimmst du mich so komplett mit. Ich finde so Erfolgsgeschichten wahnsinnig toll. Also kürzlich habe ich gesehen, dass der CEO von Google hat seine Freundin, die er datet, da hatte der nichts, ja, und der sah auch aus wie so ein, ja, einfach Nerd. Wie so ein Nerd, ja, und dann irgendwie haben sie ein Foto oder so, diese Dokumentation ging da so, und dann haben sie ihn 20 Jahre später gezeigt, jetzt hat er halt irgendwie 2 Milliarden Euro auf seinem Konto und sie sind immer noch zusammen, ne? Das ist für mich so, das finde ich wahnsinnig schöne Geschichte, also oder die einfach generell so inspirierenden Geschichten. Tony Robbins ist ein riesen Impact in meinem Life, also das hat richtig viel, von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Christian Bischoff, riesen Motivationscoach hier aus Deutschland, der hat mich auch x-Male zum Weinen gebracht in seinen Vorträgen. Ja, also ich bin auch am Wasser gebaut, aber da habe ich auch kein Problem damit. Das ist aber so. Ja. Letzte Traumfrage, wovon träumst du? Wo findet man dich in 5 Jahren? Ich bin sehr, sehr gespannt für die Entwicklung bei Cargolux im Sinne von, vielleicht wir bekommen ein neues Flugzeug irgendwann. Was für eines? Sehr, sehr wahrscheinlich die 777. Logisch, ja, alle kaufen die momentan, weil sie die beste Effizienz hat, nehme ich an. Ich finde es sehr schade, weil die eben nicht mit diesem Nose Cargo Door eben kommt, was wahnsinnig große Payload halt eben laden lässt. 5 Jahre noch nicht Kapitän, dauert noch ein bisschen bei mir. Ich bin gespannt, wie Captain Joe weitergeht. Ich möchte wesentlich, wesentlich mehr in dieses Motivational Speaking gehen, weil mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht, dieser Kontakt mit den Leuten und die da so dann einfach heiß zu machen und die gehen dann auch total erschöpft immer aus diesen Präsentationen raus, die ich bisher gegeben habe. Und das macht wirklich Spaß und da möchte ich noch viel, viel größer werden und noch mehr machen. Genau. Aber mit dem Fliegen aufhören, das sehe ich mich selber nicht. Einmal muss ich das Wort Traum noch verwenden. Vielen Dank für dein Kommen. Du warst dein Traumgast. Ja, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass diese ganze Pilot's Eye-Geschichte ist, das hat meinen ganzen fliegerischen Werdegang auch begleitet. Das sind Aussagen. Ja, aber verstehst du, du sitzt in der Flugschule, du lernst und lernst und lernst und lernst und du siehst nichts anderes außer irgendwie Theorie und Aerodynamik und oh, ne? Und dann ist es einfach abends schön abzuschalten, haust dir da so eine DVD rein und dann schaust du dir einfach mal so einen Anflug an, ne? Und dann siehst du ja, wofür du eigentlich lernst. Und diese Verbindung, das ist einfach super. Ich finde auch das Feedback, was ich so von Leuten immer noch bekomme, die sagen, hey, boah, Joe, hast du gesehen ein neues Pilot's Eye Video draußen? Ne? Das ist, da gibt es eine richtige Fangemeinde da drum. Und ich finde es schön, dass Leute sich für solche Sachen immer noch unglaublich begeistern. Das ist mein ganz ehrlicher Kommentar dazu, wirklich. Auch wenn du vielleicht die nächste Generation von Pilot's Eye zuschaust. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Joe, sehr gerne. Wer weiß, vielleicht könnte man schon sagen, dass die richtige Faszination Fliegen, also das heißt, diejenigen, die auch wirklich eines Tages Pilot werden, vielleicht bei Joe sogar noch besser bedient werden. Mal sehen. Früher oder später hoffe ich auch, dass Sie sich Teil Nummer 2 mit Captain Joe anhören. Da erzählt er uns einerseits, wie er den Einstieg in diese Branche geschafft hat. Gerade der erste Job, wie wir wissen, ist ja das Allerschwierigste. Bei ihm hat das Prinzip gehabt, Frechheit siegt. Passt zu ihm. Und er erzählt uns zum Beispiel, wie er mit seiner Pilatus auf 4000 Meter Höhe gerade die Fallschirmspringer abgeworfen hat, aber gemerkt hat, dass er aufgrund eines Riesengewitters nicht mehr nach Hause kommt. Und wenn man da oben auf 4000 Meter länger ist und keinen Sauerstoff hat, kann es ganz schön brenzlig werden. Also, es gibt Aufregendes, Informatives und sicherlich Unterhaltsames im Gespräch Captain Joe Teil 2. Für heute sage ich Dankeschön. Dankeschön, dass Sie sich wieder für uns interessiert haben. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie wollen, abonnieren Sie unseren Kanal. Oder wenn Sie uns unterstützen wollen, dann kaufen Sie sich einen von den Pilot's Eye TV-Filmern. Das kommt an der richtigen Stelle an. Aber für heute sage ich herzlichen Dank. Lassen Sie sich überraschen, wer dann nächste Woche wieder in Plane Talk TV zu hören ist. Engine 1 out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out.